Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zeit für Gesundheit. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Diesmal eine ganz besondere Sendung, die wir für Sie vorbereitet haben, denn wir beantworten, respektive unsere Experten beantworten Ihre Fragen aus dem Bereich Orthopädie und Kardiologie, die Sie uns ja zahlreich geschickt haben, per Brief oder auch per E-Mail oder über Facebook. Und beantworten werden diese Fragen heute Dr. Martin Marjanovic, seines Zeichens Orthopäde und Hausherr der Privatklinik Jägerwinkel, Gründer des Marjanovic-Zentrums in München. Wir dürfen heute wieder am Tegernsee zu Gast sein. Vielen Dank dafür, Herr Doktor. Wunderschön hier. Ja. Und Dr. Andreas Hofschneider, Kardiologe in der Privatklinik Jägerwinkel bei der Marjanovic-Medizin. Und wir sind sehr gespannt, was für Fragen heute auf uns zukommen. Zunächst mal aber ein kleiner Blick in eine Umfrage, die wir in München gemacht haben. Denn da können wir dann gleich mit zwei Themenkomplexen schon mal starten. Wir haben auf der Leopoldstraße die Menschen befragt und zwei Fragen haben wir jetzt für Sie vorbereitet. Ja, also was mich sehr interessieren würde, wäre, es gibt ja momentan auch in den Zeitungen diesen, eine große Debatte darüber, ob zum Beispiel bei der Arthroskopie, beim Knie oder verschiedene andere OPs an der Wirbelsäule, dass diese halt in echt gar nicht geeignet sind, sozusagen den Menschen gesünder zu machen bzw. seine Gesundheit zu verbessern und dass dies nur gemacht wird, damit die Ärzte halt Geld bekommen. Und da wollte ich mal fragen, was steckt denn dahinter? Ist das wirklich so oder ist es dahingehend alles, ist der Skandal berechtigt oder nicht? Ich habe eine Fettleber, wurde festgestellt. Trinke zwar nichts, aber ich bin wahrscheinlich Süßigkeiten-süchtig. Ich trinke jeden Tag so 2 Liter Cola, ja, also das ist schon eine ganze Menge Zucker dabei. Und jetzt wollte ich mal hören, was ich dagegen machen kann, wie kann das Ganze verbessert werden. Soweit also unsere ersten Fragen aus der Bevölkerung. Herr Dr. Marjanovic, gibt es eine OP-Wut in Deutschland, wie der eine Herr in der Umfrage jetzt auch wissen wollte? Wird operiert, nur dass die Ärzte finanziell ihren Vorteil haben? Ja, das kann man jetzt nicht auf eine Gruppe. Natürlich gibt es eine OP-Wut in Deutschland. Wir sind ja bei fast allen gängigen Operationen Weltmeister. Jetzt nur um des Geldverdienens willen ist das sicher nicht so, aber es ist einfach, wir haben ein System, das sich in die OP-Lastigkeit hineingearbeitet hat, weil es schon damit beginnt, wie wird die Vergütung der Ärzte gestaltet, wie viele Krankenhausbetten haben wir, wie viele OPs haben wir. Und da sind wir einfach in einen Trend hineingekommen, der die konservativen Leistungen nicht mehr honoriert. Und die Kliniken auch nur davon überleben können, dass möglichst viele Operationen durchgeführt haben. Und es ist ein ganz klares Ja, wir haben eine OP-Wut in Deutschland. Aber es ist auch natürlich ein weites Feld, ist auch eines Ihrer Steckenpferde, sich mit dem Thema zu befassen. Ja, ja, es ist eines, wir kämpfen ja seit vielen Jahren dagegen oder wir versuchen es zu vermindern, aber das Imperium ist mächtig. Dann haben wir den Bereich Fettleber angesprochen bekommen. 2 Liter Cola täglich, das ist doch schon eine Hausnummer, oder? Also dann wundert es einen nicht, dass da eine Fettleber entsteht, Herr Dr. Hofschneider? Das ist eine Hausnummer, das stimmt. Und das Thema ist eigentlich sehr gut, weil wir heutzutage das Problem haben, dass ja die Ernährung einfach ungesünder wird. Es wird ja vieles angeboten, wo viel versteckt zum Beispiel Zucker drinnen ist und die einfach die Leber einfach nicht mehr entgiften kann. Der Stoffwechsel ist beeinträchtigt und da hat man das Problem, dass die Fettleber entsteht. 2 Liter Cola, definitiv zu viel, schon allein wegen dem Zucker. Hauptproblem ist aber mit der Zeit, wenn man es längere Zeit trinkt, dass der Körper einfach mit dem Haushalt, Sprichwort Insulin, Diabetes nicht mehr zurechtkommt und hier auch ein Zucker, eine Diabeteserkrankung entstehen kann. Soweit also unsere ersten Fragen von den Zuschauern auf der Straße. Sie werden sich sicher gewundert haben, liebe Zuschauer, was wir hier für eine tolle Kunstinstallation in der Mitte des Tisches haben. Es handelt sich hier um die Fragen, die wir einfach mal hier reingegeben haben und ich werde mal jetzt hier einfach mal ziehen und schauen, was hier passiert. Genau. Es geht um das Thema Kardiologie. Eines Zuschauers aus Karlsruhe, der uns geschrieben hat, deutet ein Missverhältnis der systolischen und diastolischen Blutdruckwerte, oberer Wert stets zu hoch, unterer stets zu niedrig oder umgekehrt, auf eine Fehlfunktion des Herzens hin. Wie erklärt sich insbesondere ein diastolischer Wert von über 100 bei einem gleichzeitig guten systolischen Wert von 124? Gibt es da eine besondere Erklärung, wie das sein kann? Gibt es. Also wir haben das Herz, hat ja die Herzhöhlen, 4 Herzhöhlen und die Klappen. Das Problem ist, wenn man zum Beispiel ein Klappenproblem hat, vor allem der letzten Herzklappe, der Aortenklappe, die zum Beispiel durchlässig ist, also eine Insuffizienz hat, dann ist das Blut, wird zum Beispiel 1 Liter Blut nach vorwärts geschoben und es läuft zum Beispiel 1/3 Liter Blut wieder zurück. Das bewirkt, dass Sie bei der Blutdruckmessung einen sehr hohen systolischen Blutdruck haben, mit Werten zum Beispiel 160, 180 Millimeter Hg. Und der zweite Wert ist sehr niedrig, das nennt sich auch dieser Wasserhammerpuls. Das sieht man auch in den Halsgefäßen, wenn die so pulsieren.
Und das ist für uns als Kardiologe, wenn jemand sagt, ja, Probleme mit der Atmung zum Beispiel, meine Leistungsfähigkeit ist reduziert, dass man da einmal draufhören sollte oder mit Herzultraschall das Herz analysieren sollte. Aber das ist ein Hinweis darauf, eine Pumpschwäche an und für sich, nein, eher ein Klappenproblem. Ja. Okay, dann schauen wir gleich mal weiter. Mal hier nochmal, ich schaue gar nicht mal direkt hin. Was zur Orthopädie auch finde. Eine Frage zur Orthopädie. Ich bin 58, bei mir wurde Hallux rigidus im Sommer 2017 diagnostiziert. Grund dafür sind meine Knicksenkfüße und altersbedingte Abnutzungserscheinungen. Trotzdem ist der rechte Großzehenbereich weiterhin gut beweglich. Inwieweit kann man bei Hallux rigidus eine OP hinauszögern bzw. vermeiden, obwohl es bereits zu einer knöchernen Veränderung, einem Osteophyt gekommen ist? Herr Dr. Maranovic. Ja, das mit dem Hallux rigidus passt nicht zu der guten Beweglichkeit. Ja. Weil Hallux rigidus bedeutet eigentlich eine Arthrose im Großzehgrundgelenk, die dazu führt, dass die Beweglichkeit vermindert ist und es zur Einsteifung kommt. Also wahrscheinlich ist es eine Großzehenarthrose. Scheint ja so zu sein, dass da keine besonders großen Beschwerden bestehen. Also das Bild alleine ist ja kein OP-Grund. Solange der Patient sagt, ich kann damit leben und ich habe kaum Beschwerden, dann warum sollte man dann operieren? Und die Osteophyten bilden sich ja immer, wenn sie irgendwo eine Arthrose haben, weil die Natur ist eigentlich eine gute Mathematikerin. Und warum bilden sich Osteophyten? Weil Kraft oder Druck ist Kraft durch Fläche und die Natur versucht, die Fläche zu vergrößern, um den Druck in dem Gelenk und damit den Verschleiß zu minimieren. Und der Osteophyt per se ist ja auch nicht krankhaft. Das ist einfach eine Reaktion des Körpers. Und solange das gut geht, dann geht es gut. Das heißt ja auch nicht, dass der Patient Schmerzen bekommen muss. Und wenn er Schmerzen bekommt, dann kann man auch noch konservativ behandeln. Also nichts Besonderes. Und sicher keine OP-Indikation ohne Beschwerden. Okay. Schauen wir gleich mal weiter, was wir hier noch finden. Oh, das ist eine längere Frage. Geht wieder um Orthopädie. Ich dachte, ich Diagnose, logisch. Diagnose Sprunggelenkdistorsion. Nachdem es gekracht hat im Fuß, ich bekam daraufhin eine Orthese verordnet. Nun sind über 6 Wochen vergangen. Ich kann zwar schmerzfrei laufen, aber wenn ich mit dem rechten Fuß falsch auftrete, versucht sozusagen mein Kopf, das Schmerzzentrum, das links abzufangen und dann tut es kräftig weh, was mir zeigt, dass die Sache noch längst nicht erledigt ist. Fragt sich, wann ist wieder alles in Ordnung? Ist es auch möglich, dass ohne Orthese diese Verstauchung wieder verschwindet? Ja, weiter Begriff Verstauchung. Ja. Meistens ist ja so, durch die Fußstellung neigen wir dazu, dass wir nach außen knicken. Wir nennen das eine Supination, ein Supinationstrauma. Und dabei kommt es dann meistens zur Überdehnung des Außenbandes, manchmal auch zum Riss eines Teils des Außenbandes. Und dafür sind immer so 6 Wochen die Zeit, die das braucht, denn diese Bänder sind ja schlecht durchblutetes Gewebe, das darf man nicht vergessen. Und die Heilungszeit ist länger, als würde man sich einen Knochen brechen. Also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man da noch Beschwerden hat. Was ist eine entsprechende Therapie? Die Orthese nimmt man am Anfang, um das Wiederabknicken zu vermeiden. Aber irgendwann sollte man in die Aktivität übergehen und es eher kompensieren, indem man zur Physiotherapie geht. Man muss kühlen, man kann auch ruhig mal etwas Entzündunghemmendes, Abschwellendes, auch naturheilkundlich nehmen und dann wirklich zur Physio, physikalische Maßnahmen, Ultraschall, erhöhte Durchblutung und eigentlich heilt das folgendes ab. Auch der Riss wird heute nicht anders behandelt. Also die früher Außenband hat man ja, das sind die in dieses Foltergerät gestellt, die sogenannte gehaltene Aufnahme. Und dabei hat man mehr am Band kaputt gemacht, als während der Verletzung aufgetreten ist. Auch die werden eigentlich außer bei Leistungssportlern nicht mehr operiert, sondern genauso behandelt wie die Überdehnung, die Distorsion. Dann schauen wir mal weiter. In der Gerechtigkeit mal. Gehaltene Aufnahme der Not. Wenn es eingerissen ist, dann erst genau. Recht. Dann richtig. Eine Kardiologiefrage. Ich habe dem Glück etwas auf die Sprünge geholfen. Wenn man bis zu seinem 60. Lebensjahr niedrigen Blutdruck hatte, Nichtraucher und kein Alkoholiker ist und relativ stressfrei lebt,
besteht dann eine Chance, im weiteren Leben eher nicht einen Herzinfarkt, ja, gibt es was noch, das ist die große Frage, keinen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine Embolie zu erleiden? Gibt es da nicht eher Vorzeichen, bei denen ein baldiger Arztbesuch diese Erkrankungen bis hin zum plötzlichen Herztod verhindern könnte? Also generell sehr interessante Frage, muss ich sagen. Was wir empfehlen, ist auch ab dem 40. Lebensjahr gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, sprich zum Kardiologen auch zu gehen, als Vorsorgeuntersuchung, wie Zahnarztuntersuchungen, Gynäkologe, Gastroenterologe. Es stimmt, je gesünder man lebt, desto höher oder desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein großes Ereignis wie Schlaganfall oder Herzinfarkt eintritt. Es ist aber leider kein Freibrief. Es gibt Erkrankungen, die auch genetisch bedingt sind, gerade Cholesterinerkrankungen, wo sie gar nichts können. Sie können auch, wir haben ein Beispiel gehabt, einen Triathleten gehabt, der wirklich Langdistanz regelmäßig macht, im richtigen Bereich macht, mit einem Trainer auch trainiert. Und er hat zum Beispiel auch einen Herzinfarkt gehabt und von drei großen Gefäßen am Herzen waren zwei betroffen und der musste auch wiederbelebt werden aufgrund eines Herzinfarktes. Zeigt nur, leider familiär viel mitbekommen, das heißt genetisch bedingt, und der hat auch dieses Cholesterin, es gibt dieses LPA, einen Risikofaktor, den wir leider bis jetzt noch nicht beeinflussen können, aber der eben zu dieser koronaren Herzerkrankung verholfen hat. Letztendlich hat der Zuschauer recht, je besser man und gesünder man lebt, mit Sport, gesunder Ernährung und stressarm, wie gesagt, das ist halt sehr schwierig, glaube ich, heutzutage, desto gesünder lebt man, aber es ist kein Freibrief. Vorsorge soll man auf jeden Fall machen. Wenn eine Verkalkung oder eine Vorerkrankung wie Diabetes bekannt ist, dann sollte man einmal im Jahr zum Kardiologen gehen oder zum Internisten und sich durchchecken lassen. Ansonsten alle zwei Jahre sind ausreichend. Mir ist eine Frage noch hier direkt aus dem Haus zugespielt worden. Auch von nachgeholfen. Ihren Patienten. Ja, wo kommt die jetzt nur wieder hin? Und zwar, wie lange kann man hoffen, dass ein operiertes Kniegelenk künstlich hält, auch wenn man darauf achtet, wie ist so die Haltbarkeit von solchen Gelenken überhaupt? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich bin ja die fast erste Generation, die die ersten Prothesen damals miterlebt hat. Die waren ja bei uns zu unserer Zeit ja noch zum Teil aus Edelstahl. Und ich wurde damals immer gefragt, wie lange wird meine Prothese halten? Und wir wussten ja gar nichts. Wir wussten ja nicht, wie lange die halten werden. Kann man ja auch schlecht animieren. Heute wissen wir, dass die sehr lange halten. Also man geht so aus 17, 20 Jahre. Ich habe auch Patienten, die haben seit 30 Jahren eine Endoprothese und die ist immer noch nicht locker. Also die Haltbarkeit hat deutlich zugenommen. Das liegt an den Materialien, die verwendet werden. Das liegt auch an den Beschichtungen, die ein besseres Einwachsen von Knochengewebe garantieren. Also sagen wir mal so, wir haben heute eine hohe Lebenserwartung, aber wenn jemand eine Endoprothese mit 75 bekommt, hat er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er den Wechsel nicht mehr erlebt. Ich ziehe gleich unsere nächste Frage, die da lautet, Thema Kardiologie, ist ein stark schwankender Blutdruck ein Hinweis auf eine unregelmäßige Herztätigkeit, Herr Dr. Hofschneider? Ja und nein, eine sehr globale Frage. Prinzipiell muss man sagen, bei stark schwankenden Blutdruckwerten, wenn bis dato nichts bekannt ist, Abklärung beim Arzt absolut notwendig. Es gibt Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen, Vorhof, Flimmern. Wenn eine Herzfrequenz teilweise langsam wird, das heißt bei 50, 60 Schlägen die Minute, kann aber genauso wieder schnell werden bis 140 Schläge die Minute. Da steigt dann der Blutdruck noch dazu, weil die Patienten Angst bekommen, so ein inneres Unruhegefühl. Man hat das Gefühl, als würde das Herz zum Hals rausspringen. Ansonsten prima muss man sagen, wann tritt das überhaupt auf? Tritt das über den Tag auf? Tritt das bei den Patienten auf, der viel Stress hat, Stressbelastung hat, beruflich, privat? Ist das vielleicht in der Nacht, vielleicht in der Früh, ist da ein Hinweis darauf, auf so ein Schlafapnoe-Syndrom, das wir auch in letzter Zeit bei uns in der Klinik auch analysieren, dass vielleicht in der Nacht nicht mal eine Tiefschlafphase kommt, sondern eher oberflächlich schläft und deswegen der Körper sich nicht erholen kann und deswegen die Blutdruckwerte auch erhöht sind. Also sehr global gesprochen, aber sollte man auf jeden Fall abklären, könnte was dahinter stecken. Ja. Sollte man da im Idealfall dann so eine Art Tagebuch für ein, zwei Tage führen? Also wann, welche Veränderung auftritt, um die dem Arzt dann direkt vorlegen zu können? Auch? Ganz genau. Also das Wichtige ist eigentlich, wenn man die Blutdruckmessungen macht, empfehlen wir eigentlich, dass man dreimal pro Tag, sprich in der Früh, noch vor dem Aufstehen, dann zum Mittag und am Abend einmal misst. Und man kann auch auf 22 Uhr messen zum Beispiel. Man soll aber schauen, dass die Untersuchungsbedingungen immer dieselben sind. Also man soll jetzt nicht, wenn man gerade ein wichtiges Gespräch gehabt hat oder zuvor noch schnell Blutdruck messen, sondern man soll sich hinsetzen, ein bisschen zur Ruhe kommen und dann nach 5 Minuten einmal messen, damit gewährleistet ist, dass die Untersuchungsbedingungen immer dieselben sind. Okay.
Und das am besten für ja, 3-4 Tage. Und dann kann der Arzt am besten schon mal so Daumen mal Pi sagen, ob das passt. Alles klar. Dann schauen wir weiter. Bereich Orthopädie. Ist bei Skoliose und Beckenschiefstand und Lendenwirbelproblemen auch zukünftig ein relativ schmerzfreies Leben möglich, auch wenn man schon auf die 60 zugeht? Also ich würde sagen, wenn man bis 60 schmerzfrei gewesen ist bei einer Skoliose, dann hat man gute Chancen. Aber jetzt muss man sagen, die Skoliose per se ist ja keine Krankheit. Das wird auch immer wieder falsch dargestellt. Die Leute kommen und sagen, ich habe Schmerzen. Man hat mir gesagt, ich habe eine Skoliose. Die Skoliose ist eine Verbiegung der Wirbelsäule, die kann angeboren sein, die dann sehr heftig sind, also gerade bei Säuglingen, aber das ist ja die weite Minderheit. Bei den meisten entsteht die Skoliose in der Wachstumsphase, wie ein Bäumchen, das nicht ganz gerade wächst. Und man geht ja davon aus, dass etwa 70% der Bevölkerung irgendwo eine skoliotische Veränderung haben. Das kann sehr weit gehen. Das sind wirklich die ernsten Fälle, wo die Verwringung der Wirbelsäule so stark ist, dass die inneren Organe dadurch beeinträchtigt werden. Aber das ist ja nicht der Durchschnittspatient. Der Durchschnittspatient hat eine leichte Skoliose, mittelgradige Skoliose und dadurch natürlich einen Beckenschiefstand, das kann man schön ausgleichen. Und man kriegt die Leute, die meisten, ja gut durchs Leben, wenn sie einigermaßen diszipliniert sind. Das heißt, wie auch die anderen, kein Übergewicht entwickeln und dann natürlich gut trainieren. Das heißt, die Muskulatur aufbauen. Die Muskelstränge haben natürlich verschiedene Belastungen. Ist ja klar, wenn ich ein bisschen eine Verbringung habe, dann zieht der eine, hat der einen besseren Hebel, der andere einen schlechteren Hebel. Und das ist die Aufgabe eines guten Physiotherapeuten, das den Menschen beizubringen. Und die Aufgabe des Patienten ist, das konsequent für sein Leben durchzuziehen. Aber die meisten, die eine Skoliose haben, leben genauso wie alle anderen auch. Was die Skoliose, ernst ist jetzt vielleicht übertrieben, was natürlich durch die nicht ganz gerade Haltung kommt es natürlich zu einer anderen statischen Belastung und dadurch werden bei Skoliotikern gewisse degenerative Veränderungen, die dann zu Schmerzen führen können. Nicht die Skoliose tut weh, sondern der verstärkte Verschleiß, weil es halt nicht ganz gerade ist, die können zu Schmerzen führen und werden dann eigentlich genauso behandelt wie ein Bandscheibenvorfall. Bei einem geraden Rücken wird nicht anders behandelt als beim skoliotischen Rücken. Also da muss man auch ein bisschen Dampf aus dem Kessel nehmen und es nicht dramatisieren. Da werden auch OP-Indikationen gestellt, die vielleicht ein bisschen übertrieben sind. Eine Frage über Facebook hat uns auch erreicht. Vor genau 3 Jahren wurde ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule diagnostiziert. Eine OP kommt seitens des Behandlers zum Glück nicht in Frage. Da ich jedoch bei akuten Schmerzen keine Lust mehr auf ein Medikament habe mit 2400 Milligramm Tagesdosis, wer den Namen jetzt hier nicht erwähnt, interessiere ich mich sehr für Alternativen, also ein stärkeres Schmerzmittel, was sehr bekannt ist auch. Ja, gut. Also ich bin ja überhaupt a priori nicht so ein wahnsinniger Freund von diesen Schmerzmitteln, weil ich denke, was man viel eher tun sollte, ist die Selbstheilungskräfte der Natur anregen. Das hört sich jetzt sehr esoterisch an, ist es aber überhaupt nicht. Weil man darf ja nicht vergessen, mehr Menschen laufen schmerzfrei mit einem Bandscheibenvorfall rum, als Menschen durch einen Bandscheibenvorfall Schmerzen haben. Und es ist ja auch so, die Schmerzen kommen, die Anatomie ändert sich nicht und die Veränderung der Bandscheibenvorfall ist nicht größer geworden und sie verschwinden und der Bandscheibenvorfall ist auch nicht kleiner geworden. Das heißt, es ist ein Anpassungsprozess, den der Körper eigentlich will und ihn bei manchen Menschen nicht schafft. Und da habe ich ganz klar die Philosophie, dass ich sage, ich unterstütze den Körper dabei, indem ich 3 Dinge tue. Ich schwelle den Nerv ab, ich nehme die Entzündung, ich verbessere die Durchblutung, ich reinige das, weil überall, wo Entzündung ist, ist natürlich auch totes Gewebe. Und das ist das, was der Körper von sich aus macht, das versuche ich zu reproduzieren. Das macht man mit feinen, kleinen Nadeln, die man dann direkt an den gereizten Nerv und ans gereizte Gewebe gibt. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen hervorragend. Und man weiß ja nie, ob der Schmerz auch wiederkommt. Man weiß nicht, ob die Behandlung, die man als letzte gemacht hat und sich den Nerv hat arrangieren lassen, nicht auch die letzte im Leben sein wird. Und man behandelt immer das Hier und Heute, um bloß nicht irgendwelche übertriebenen
auf die Zukunft gerichteten Therapien. Ich springe da rein und spiele jetzt Glücksspiel. So. Sind wir bei der Arthrose doch wieder gelandet. Wenn bei der Behandlung einer Schulterarthrose mit Hyaluroninjektionen begonnen wurde, wie lange und in welchen zeitlichen Abständen soll diese Behandlung mit Spritzen fortgesetzt werden? Gut, jetzt ist der Begriff Schulter, also gehen wir mal davon aus, das ist wirklich ein Verschleiß des großen Schultergelenks, nicht des kleinen Schultereckgelenks, sondern die sogenannte OM-Arthrose oder große Schultergelenksarthrose. Da gibt es ganz verschiedene Präparate. Es gibt also Präparate, die von ihrer Viskosität so sind, dass man sagt, man gibt sie einmal und sie müssten eigentlich für ein Jahr reichen. Es gibt Präparate, die sind dünnflüssiger. Also im Durchschnitt macht man 3 bis 5 Injektionen, je nach Präparat. Und das im Abstand von 1 bis 10 Tagen. Aber genauso wie beim Knie, bei der Hüfte, bei der Zehe ist es eine effektive und natürliche Behandlung. Gerade in die Richtung gehen jetzt auch ganz neue Entwicklungen, die wir auch machen, dass man auch das Gleiche mit Eigenblut machen kann. Aber das ist ungefähr der Zeitraum. Jetzt habe ich hier auch noch eine aufgeschrieben, dass man auch zur Kardiologie noch was hat. Ist eine Linksherzinsuffizienz die Folge oder die Ursache von Asthma? Kannst du da einen Bezug geben? Primär eigentlich nicht, weil Asthma sind ja wohl wissentlich sind ja Lunge und Herz eng miteinander verwandt. Aber das Asthma an sich ist ja eine Erkrankung der Luftwege, die ja vor allem allergisch auftreten kann, auch durch Medikamente oder durch kalte Luft zum Beispiel. Aber das Bronchialsystem ist einfach stark gereizt, tritt ja auch nur ab und zu auf und nicht die ganze Zeit, im Gegensatz zu der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, COPD zum Beispiel. Und primär hat das Herz hier eigentlich keinerlei Probleme. Also von dem Asthma mit dem Herz nein. Wenn natürlich längere Zeit ein Asthma besteht, das vielleicht schlechter behandelt worden ist, sodass die Bronchialschleimhaut schon eine chronische Bronchitis und vielleicht dann in Lungengerüstveränderungen übergeht, dann kann das Herz mit betroffen sein. Dann ist vor allem aber das rechte Herz betroffen, weil das Problem hat, dass es mit mehr Kraft nämlich das Blut in die Lunge reinpumpen muss. Und da haben oft die Leute ein Problem auch mit der Luft. Das linke Herz an und für sich hat da kein Problem. Okay. Dann wollen wir an dieser Stelle noch in den zweiten Teil unserer Umfrage, die wir in München gemacht haben, hineinschauen. Und da gibt es nochmal 2 spannende Feststellungen und Fragen. Also ich wollte wissen, ob Röntgenstrahlen, ob die ungesund sind für den Körper. Ja, ich hätte zum Beispiel gerne mal bei einer Erklärung, bei einer Diagnose, dass das nicht immer auf Lateinisch kommt, sondern mehr Deutsch einfach erklärt wird, nicht so fachspezifisch. Soweit also der zweite Teil unserer Umfrage, die wir in München gemacht haben. Meine Herren, sind Röntgenstrahlen ungesund für den Körper? War eine Fragestellung. Da könnte man mal gleich an Sie beide das richten. Ja, natürlich. Also ja, auf der anderen Seite sind sie natürlich auch segensreich, weil man ja viele Diagnosen gar nicht stellen könnte. Die Frage ist, wie oft wird es eingesetzt? Und Deutschland ist nach Japan Röntgen-Weltmeister. Und wir erzeugen viele Erkrankungen, man kann es ja nur statistisch hochrechnen, die vielleicht nicht notwendig wären, wenn nicht so viel geröntgt werden würde. Wobei ich jetzt kein prinzipieller Gegner bin, weil CT zur Darstellung eines Tumors ist natürlich segensreich. Aber was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass zum Beispiel die Arzthelferin in der Anmeldung, weil der Schmerz jetzt da oder da liegt, jetzt schon mal entscheidet, dass man jetzt mal das Organ völlig durchröntgt. Das ist die Aufgabe des Arztes und die Aufgabe des Arztes ist es, die Strahlenbelastung für den Patienten so niedrig wie möglich zu halten, weil Strahlen einfach ein gewisses Risiko für Veränderungen in unserem Genom, also in unseren Chromosomen, macht, die dann zu Tumoren und zur Leukämie führen können. Eigentlich unglaublich, dass man früher, wie man begonnen hat mit den Röntgenstrahlen, das war auch noch vor meiner Zeit, da wurden ja die Schuhe angepasst, noch in den Schuhgeschäften unter Röntgenstrahlen, ob der Schuh richtig passt. Also davon sind heutzutage, glaube ich, von den ganzen Strahlenfachleuten da die Haare schon aus. Aber wir passen ja auch hier bei uns in der Klinik natürlich auf, genau was gemacht werden muss, dass man reduziert, weil man ist ja auch dem Patienten auch gegenüber verantwortlich, dass die Strahlenbelastung so gering wie möglich ist. Also man muss wirklich sagen, was da technisch in den letzten Jahren geleistet worden ist von der Industrie für die Reduzierung von Strahlung. Also heute ein CT hat weniger Strahlung als früher eine ganz normale Aufnahme eines Kniegelenks. Und
da gibt es diese Low-Dose-Untersuchungen. Also da ist unglaublich viel passiert. Man muss jetzt keine große Angst haben, aber dennoch, es muss Sinn machen und es darf nicht einfach ein Automatismus beim Röntgen entstehen. Letzte Frage für diese Sendung, mit der Bitte um jeweils eine kurze Antwort. Die Dame am Ende hat ja noch gemeint, schwer. viele Diagnosen sind oft nur fachspezifisch oder werden im Ärztelatein an einen gerichtet. Geht das auch einfacher als Arzt oder müssen viele Fremdwörter fallen? Muss das sein? Ich glaube, wir haben halt gar nichts an Fremdwörtern. Nee, hier war jetzt gar keins. Da gab es irgend sowas wie Linksherz. Aber Arthrose. Leider wird das, also ich sage, in vielen Studiengängen wird ja den Studenten beigebracht, wie führt man ein Verhandlungsgespräch, wie führt man ein Vorstellungsgespräch. Das wurde uns leider in der Medizin nie beigebracht. Das Wichtigste eigentlich, das Gespräch mit dem Patienten. Und leider fällt es vielen Kollegen schwer, das zu reduzieren und wirklich verständliche Begriffe zu verwenden. Ja, sehe ich genauso. Wir versuchen ja, dem Patienten alles zu erklären, weil je besser er das versteht oder die Dame versteht, desto angenehmer auch für uns. Macht auch viel mehr Spaß, wenn man dir gleich einen Herzultraschall gleich zeigt, was sich wo bewegt. Und dadurch merkt man sich auch vielleicht, aber es stimmt, es sind viele Patienten, die auch zu uns kommen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung, da waren Fachwörter, man bastelt sich dann irgendwas zusammen, aber im Endeffekt wäre es natürlich schön, wenn man eigentlich normal redet, dass es jeder versteht. Ich bin ja so ein fast abgehangen 68er. Ich habe das ja gerade noch so gekratzt. In der Schule haben wir es noch mitbekommen. Und ich bin da jetzt nicht politisch gesehen, sondern Anhänger der demokratischen Medizin. Ich denke, dass eine Therapie nicht funktioniert, wenn der Patient nicht mit dabei ist und wenn der Patient nicht verstanden hat, was man tut. Und deswegen, es macht mir auch Spaß. Ich rede ja gern, also erkläre ich auch viel. Und dann finde ich, dann kann man auch dazu übergehen, gemeinsam eine Therapie durchzuziehen. Und also ich bin nach wie vor stolz, ich gehöre zur Schwarzwaldklinik-Generation, damals mit 10 Jahren. Akute Appendizitis war das Erste, was ich gelernt habe, damals über das zweite deutsche Fernsehen, das war sehr lustig. Meine Herren, vielen Dank. Danke für diese spannende Sendung, diesen spannenden Einblick in die verschiedenen Themenbereiche und die tolle Beantwortung der Fragen. Vielen Dank. Sehr Ihnen gerne. Zu Hause, danke fürs Zuschauen. Das war Zeit für Gesundheit für heute. Unser aller Wunsch, wie immer an dieser Stelle, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Servus.